Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, im letzten Part war ich ein bisschen gelangweilt. Und heute, also jetzt, gleich im Nachanschluss, bin ich eigentlich wieder ein bisschen motiviert, weil die Sauerkraut-Leute haben jetzt vor, diese drei Orks in den drei verschiedenen Ork-Lagern anzugreifen. Und ich bin mal dabei, ich werde vielleicht nicht viel bekommen, weil der rot ist. Aber Dankeschön mal für die Einladung, lieber Mess Kailin. Da ist er. Nuke ist auch hier. Jo. Dann schauen wir mal, ob wir die reden können, wir sicher, aber. Chat. Das ist verpackt, ich habe Enter gedrückt. Ja, ich kann nicht angreifen. Bin noch ein bisschen zu schwach, aber die anderen die machen schon recht Schaden. Aber sie bekommen auch Schaden. Jetzt zum Beispiel Schlitzer, das ist natürlich einer der Tanks. Zwei Tanks haben wir. Der Ritter. Ein Barbar. Okay, ist auch schon Level 60 jetzt. Wow. Glückwunsch. Schlitzer ist noch Level 55. Ja, dieses Talent, die ihr einfach habt, die könnt leveln. Ich habe einfach keine Zeit. Ich bin halt nicht so ein Mega-Suchtier, also so ein Gamer, der den ganzen Tag gamet. Deshalb brauche ich halt viel länger und deshalb sterbe ich auch öfters, weil ich nicht so schnell vorwärts komme. Also, ja. Ram hat immer konzentriert auf mich losgegangen. Ihr habt ja gesehen in der letzten Folge. War ich der Einzige, der angegriffen wurde, obwohl ringsum alles Eisen war. Ja. Aber ja, ich nehme es ja so an, dass ich schwieriger habe als andere Leute, die keine Videos machen oder nicht unbekannt sind. Oh, cool. Beschworener Ork. Wow. Ich nicht, was die anderen. So, Spähen wahrscheinlich noch die. Keine Ahnung. Ah, ich habe langsam wenig Mana. Vier Schaden. Wow, sieben Schaden. Fünf Schaden. Vier Schaden. Wow. Ja, ich bekomme natürlich nichts, aber zugucken will ich trotzdem. Und ja, vielleicht bekomme ich auch ein paar XP. Scheinbar greifen keine Spiele an den anderen. Wenn ich direkt auf die losgehen. Weil für den Ork habe ich jetzt hoffentlich schon genug Schaden gemacht. Ja, man sieht's. Ich brauche ja nichts von diesem Ork. Also mal schauen, was wir bekommen. Ich weiß es nicht. Soll ja nicht so nah dran sein. Noch ein bisschen näher ran, das will ich ein bisschen mehr zeigen. Ich kann ja mal eine Sicht machen. Ja, der Bogen nervt. Ja, jetzt sind wir wieder stehen. Ah, doch, ich habe einen Buff. Eine Aura. Zum Schluss. Wusste ich gar nicht. Ja, man skillt einfach ohne, was man denkt. Was man jetzt mitnehmen soll. Auch so ein bisschen Mana-Regeneration ist doch nicht. So, jetzt hat er wieder so einen Schlag auf den Boden gemacht. Ja, Mana.
Mana, Mana. Mana, Mana. Nee, ich treffe nicht mehr. Wieso treffe ich nicht mehr? Jetzt schläft er. Ein Schlag. Die Fresse. So. Und. Orkschlüssel. Orkschlüssel für die Kiste. Wo ist denn Green? Ah, wir gehen zu Green. Okay. Klar. So. Ja, es geht Küsten. Man bekommt den Loot nicht sofort einfach über. Man muss immer wieder Truhen öffnen. Aha, verstehe. Horse easy. Also Gold haben wir 27.982, XP 247, okay. Die leveln überall jetzt hier momentan. Ich bin froh, dass ich jetzt überhaupt am Abend so fit bin, ey. Ich bin ja morgens eher am Rechnen aufnehmen, weil ich ja levele. Ich könnte ja auch am Abend immer die Folgen machen, aber da kann ich nicht so gut leveln. Weil die Sürzen und Higgen natürlich mich leicht erledigen können, weil sie öfters jetzt unterwegs sind. Aber ich sehe gerade, heute ist heute wieder viel los am Abend. Jetzt kann ich wieder hoffentlich ein paar Tage aufnehmen mit vielen Leuten. Aber es ist wirklich eigentlich, ja, soll ich sagen, eher dann was los, wenn die Argentinier die Downtime haben. Die Abendzeit. Jo, könnte eigentlich mit dem Barbaren kommen, aber jetzt ist es zu spät. Also das nächste Mal, wenn Mess kommt und ja, das will, dass ich das auch wieder aufnehme, dann mache ich es mit dem Barbaren. Der ist ja Level 55 schon. Der wird schon ein bisschen mehr noch hauen können, aber wird auch mehr auf die Fresse bekommen wegen dem Schlag. So. Also. Die Leute kommen langsam auch. Jo, also jederzeit Mess oder andere. Ihr dürft natürlich. Oh Mann. Oh. Der ist schon kaputt langsam. Ich hoffe, ich bekomme noch etwas übel, aber ich denke eher nicht. Das ist so doof, dass die jetzt auch das machen, oder haben die das eigentlich besprochen miteinander? Ja, ich bekomme nichts. Ich mache viel zu wenig Schaden. Das ist kein Schlüssel. Hey Leute, absprechen. Ich habe natürlich nichts bekommen. Aber gut, ich bin auch zu low-level. Der ist rot und deshalb komme ich. Ich muss irgendwie so einen Prozentsatz von Schaden machen, damit ich auch etwas bekomme. Aber wir haben ihn auch gesehen, das ist gut. Ich bin ja eigentlich nur mitgekommen, damit ich ihn sehen kann, euch zeigen kann. Und jetzt, was machen sie? Wir müssen doch auf die andere Seite. Ah, die gehen mit dem Boot. Okay, ganz klar. Mann, ich vergesse immer das Boot. Das war früher nie so. Das Boot war eigentlich erst seit 6 Jahren oder so drin. So kam echt viel später. Oder kam das erst mit den Türmen? Die Türme kamen ungefähr vor einem Jahr, oder? An einem halben Jahr? Puh. Keine, also Regnum ist sowas von kompliziert mit den Updates, dass ich gar nicht weiß, also aber zu wenige Dinge, oder? Zu wenige Updates kamen, deshalb hat man das gar nicht so im Kopf.
Schön, wie der Turm einfach mal Alsen gehört, ja? Nein, Söte. Aber der nicht angreift. Ja. Ja. Mann, das macht Spaß, Leute. Macht öfter solche Sachen. Das macht Spaß, einfach weil ihr da seid. Ich habe schon ein bisschen euch vermisst. Also vor allem der Sauerkraut-Clan. Sieht auch cool aus. So drei Tiger und zwei Pferde und ein Säbelzahntiger noch. Das sieht schon krass aus. Und hier hinten noch ein schwarzes Pferd. Also Regnum hat schon mega Style. Nur, greift ihn doch nicht an, also. Ich gleich mit dem Hassel. Ja, schnell. Nein, ich hab ja doch die Ding. Ja, Leute, ihr müsst öfters umschauen. Ich habe das Spiel wieder nicht gesehen. Ja, ist schon gut, klar. Aber es war so lustig anzusehen, wie ich der Einzige war, der auf ihn losging. Mit dem einen noch MVC. Ah, cool. Schön, dass du auch hier bist. Er ist auch ein bisschen negativ zu mir. Was Ding angeht, was... Taverne angeht. Aber klar, ich nerv halt auch ein bisschen. Weil, ja, über mich wird ja auch in der Taverne ein bisschen negativ geredet. Es ist einfach diese auch, ja, bin halt nicht nett zu bösen Leuten. Also zu Leuten, die einfach irgendwie auch ein bisschen meckern müssen über Let's Player. Das ist klar. Nicht so gerne gesehen bei den Leuten. Aber was soll ich machen? Ich mache ja nicht von euch Videos. Ich mache vom Spiel Videos. Und das kann ich schon verstehen, dass alle ein bisschen toxisch sind und das so. Aber eben, ich tue ja nicht so einfach alles ja, wegdenken. Mach weiter. Genieße es eigentlich auch. Aber es muss halt auch immer wieder das kommen. Ich bin nicht der Einzige, der etwas Tolles machen kann in Regnum. Hier auch. Er ist der Größe. Sieht so aus. Ach man. Hallo. Kregok. Ich muss dann im Video schauen, wie die heißen. Also einer heißt Kregok. Die anderen weiß ich jetzt nicht mehr. Also eigentlich müsste ich jetzt alles nochmal normal angreifen, weil dann mache ich am meisten Schaden, am schnellsten Schaden. Vielleicht mal auch manchmal ein bisschen langsamer machen. So habe ich eine gute Aussicht hier oben. Ich kann auch auf ein Zelt gehen. Ja, jetzt mache ich auch ein bisschen mehr Schaden, habe ich das Gefühl. Aber habe keine Buffs von den Leuten, aber das ist nicht so schlimm. Bin aus abgewählt. So, hoffen wir aber, dass wir auch jetzt den Schlüssel wieder bekommen. Ja, das ist auch etwas, was an Regnum nervt. Die Monster sind meistens immer wieder ein bisschen zu schwer oder zu leicht, oder? Zu aggro. Oder man will sie einfach nicht besiegen. Und bei diesem Ork, der ist ja eigentlich rot, orange. Wegen den vielen Spielen, den wir nehmen. Hab ich auch nichts bekommen? Regnum, du bist ein Arsch. Wieso habe ich jetzt wieder nichts bekommen? Ja gut, eben. Ich bin nur Level 49 und der ist halt Level 50. Ich hab's euch gezeigt. Ich hätte auch einen Barbar nehmen können und den Loot auch bekommen können. Aber sagt Bescheid, liebes Sauerkraut-Clan-Team. Und wenn eine nächste ist,
Und gerne auch bei Discord mir anschreiben, dann komme ich natürlich gerne online auch, wenn ich nicht online bin. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, im Video auch mal etwas zu sehen, wie zum Beispiel diese drei Bosse zu erledigen oder so, andere Bosse sehen wollt, wie zum Beispiel ja, einmal eine Instanz oder so, dann dürft ihr das gerne posten. Ich werde den Leuten Bescheid sagen, wenn sie ja, dann auch mal dabei sein können. Und ja. Jo. Gut, ich freue mich immer. So richtige Team-Sachen sind natürlich richtig toll. Also die bleiben jetzt noch bei Summer oder nehmen Summer ein. Eigentlich könnte ich doch noch ein bisschen. Nee, ich bin zu müde. Morgen Abend werde ich wahrscheinlich noch fitter sein, weil morgen ist Sonntag, eine Ruhezeit für mich. Und das Spiel wurde abgesagt von meinem Verein. Kann ich leider nicht mit spielen. Also, es spielt niemand. Und warte noch. Okay, hier, ne. Dann zeige ich das natürlich gerne auch noch. Kann ich schon die Hähne machen. Also ich weiß jetzt genau, welcher Boss das ist. Werden wir dann sehen. Also nur zeigen. Ich mache jetzt eine längere Folge. Aber, es geht hier geradeaus. Okay. Gehe mit Nuki am besten mit, weil der kann natürlich auch die Gegner dann killen, falls jemand angreift. Nuki ist sowieso auch ein sehr lieber. Ja, aber er geht jetzt gerade noch nicht, oder? Ja, ist nicht da. Aber was ist die Hyäne? Könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben? Ich weiß es nicht mehr von einem. Ah! Dieser Boss, der hier oben ist. Der silberne Tiger. Säbelzahntiger. So silberblau. Ist hier auch. Und das ist eine Hyäne im Segenreich. Okay. Saarabend. Die wird aus sein. Ja. Also dann dürft ihr gerne das mir dann auch helfen zeigen. In einem anderen Part. Sagt Bescheid, wann ihr das machen wollt. Eben über Discord am besten. Oder über YouTube halt. Und ich werde öfters jetzt auch wieder online sein am Abend. Aber ich war meistens auch ein bisschen zu müde. Okay, hier spawnt sie wahrscheinlich. Ja. Jo. Gut, Tepe. Sehr schön, danke schön für den Tepe. Ja. Also, oh, jetzt sind noch mehr Leute hier. Wow, ich stürzte hier. Von hier. Ja, hier drauf. Hier runter und 91 Schaden. Wegen einem kleinen Schritt. Oh, gut. Liebes Regnum, du bist broken. Sind doch wieder ein bisschen mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, viele hatten keine Lust nach dem Event. XP, Drop und Ximmerine Event. Und deshalb war nichts am Abend los. Aber jetzt ist doch wieder, ja, einfach viel zu viele AFK. Ist ja schon toll. Aber so kann ich halt auch nicht so gute Aufnahmen machen, wenn jemand macht. Schnauze, ciao. Ciao.
Ja, Leute, ihr müsst euch nicht immer so richtig runtermachen. Also so, ja, man weiß nicht, wer das ist und so. Es kann ja auch mal wirklich, ihr könnt euch ja vorteilig sein. Also, dass ihr immer andere bevorteilt. Aber scheißlich, was der hässliche Baba. Okay. Wo ist Xyrian Xeidon? Das ist ein Jäger. Nein, das ist ein Schütze. Doch, das ist ein Jäger. Okay. Und wer ist der hässliche Papa? Das ist der Boruto. Das ist, glaube ich, nur... Dieses Kind gibt es nur, wenn man Geld ausgibt für Haarschnitt. Den habe ich nämlich auch gewollt. Und der gibt es nur über echt Geld. Voll doof. Schlitzer. Schlitzer ist aber auch nicht hässlich. Zwerge sind süß. Also ich weiß nicht, wer der meint, aber... Immer diese Kasachen. Oh Gott. Kasachen. Kasachstan? Kommt der von Kasachstan? Keine Ahnung. Ja, Video ist wahrscheinlich genug lange. 21, 27. Ja, ja. Ich bin langsam Alt-Tab-Profi. So viel, wie ich Alt-Tab drücken muss, weil das blöde Game die Aufnahme nicht immer sofort startet. Also, ja, eigentlich gar nicht startet. Per Hotkey muss ich das nicht mehr manuell starten. Und, das ist eine Mammutaufgabe. Liebes Spiel, du bist broken. Immer noch broken. Ist aber auch Wolzen. Und, ja, Last Epoch. Und ich spiele eigentlich nur Broken Games. Spiele, die einfach noch nicht fertig sind. GTA 5. So viele Map-Bugs und sonstige Bugs. Oh, heftig. Alle Spiele broken. Alle Spiele unfertig. Ja, gut. Jupp. Und die reden immer noch Deutsch. Also immer noch die Deutschen reden noch. Schwarz ist wie mein Herz, okay. Camilla ist hier, ah ja. Regina Hex 6. Cool, der Name. Adi, Julius, Buibito. Wo ist dieses, der Xelion jetzt? Wo ist der hin? Ah, Plane Rake ist auch hier. Leg dich ab. Okay. Wo ist er hin? Ja, die Ding wurde auch aufgelöst, die Party, klar. Aber ich sehe nicht mehr. Ich wollte schauen, wie deine Robe aussieht. Deine zweite Robe. Hm. Okay, XD. Ja, wir finden ihn nicht mehr. Der ist irgendwo. Haha, war doch nur Spaß. Rey Barbaro. Ich kenne das auch viele Spanier, also spanische Namen, Argentinier wahrscheinlich, Stars sind. Ich hätte jetzt Lust noch ein bisschen zu leveln, aber ich sehe, das ist nicht so viel gewesen, was ich erledigen konnte. Also ein paar Spieler, weiß nicht, drei. Es ist einfach, der Jäger macht zu wenig Schaden, viel zu wenig Schaden, dass ich jetzt irgendwie ein paar Ding machen kann. Gute Kills, oder? Also wo mehr XP und Krps bekommt. Gibt, oder? Aber, eigentlich habe ich Lust auf Beschwörer, aber ich bin gar nicht mal so gut Beschwörer. Da muss ich noch viel üben. Hm.
Ich hätte Lust auf Hexenmeister oder Schütze. Aber eigentlich hätte ich Lust auf Barbar. Für Barbarspieler. Und den muss ich halt noch leveln. Das werde ich morgen auch wieder mehr. Der Jäger weiß, da wird schon warm, ja. Guten Hunger. Jägermeister ist eine Waldbeere. Aber so guten Hunger. Jägermeister ist ja auch. Ist das Waldbeeren-Schnaps oder Waldbeeren-Spirituose? Ich kenne das in der Schweiz gar nicht. Schweiz heißt es auch ganz anders. Was heißt es in der Schweiz? Wie heißt dieses Waldmeister Schweizerdeutsch? Maulbeere? Also es sind so raue Beeren, die im Wald so ganz weiche Blätter haben. Fast schon zu weich sind, also schnell weg sind. Größere Blätter, oder? Und früher immer so ein Brausetabletten, Brausepulver drin waren. Ja, grün einfach, also rote Beeren, aber grün in den Verpackungen, grüne Packung. Kenne ich nicht, also ich hab's eigentlich noch kaum genommen. Gegessen, getrunken. Ja. Jo, also dann viel Spaß noch mit anderen Parts oder Videos. Also Livestreams kommen ja auch bald wieder, aber momentan bin ich einfach zu viel am Trainieren. Da klappt's nicht so mit der Ausdauer und so. Relativ schnell auch an den Livestreams manchmal gelangweilt. Muss mich auch wieder ein bisschen mehr da rauskriegen. Aus die Atzen, das ist ein neuer Clan. Atze hat Glatze, die Atzen. Das ist wahrscheinlich er der Anführer. Und der Plane Wreck ist wahrscheinlich der zweite Anführer, also der Vize. Ja, schade, dass Existenz eigentlich weg ist jetzt schon. Ob ich da ein bisschen Einfluss hatte dran, könnte es sein, aber ja, die Leute natürlich nicht gerne. Also selber gerne böse sind und dann nicht gerne böse Sachen sehen, dann sind sie selber schon. Aber dann bitte nicht alles auf mich schieben. Diese kacke Selbstreflexion nervt. Ja gut. Immerhin muss ich ja nicht reflektieren. Meine Sache. Ja, das hat schon ein bisschen gegenseitiges Motzen, hä? Sollte eigentlich aufhören, aber ich bin ja einer, der wirklich gerne lieb zu lieben ist. Deshalb bin ich nicht der Motz. Ah, Sniper X, hallo! Ja, der ist auch immer nett gewesen bei Graces. Camilla ist immer die ganze Zeit irgendwelche Emotionen zeigt. In der Taverne. Sonst eigentlich jetzt nicht so viel mehr, die ich kenne. Ja. Also dann. Bis zum nächsten Part. Tschüss.